Ich sag Bruce und im Untertitel steht du auch. Das ist das, was ich gemeint habe mit dem Untertitel. Okay, ganz kurz. Karte habe ich nicht. Gehen wir mal nach rechts. Vielleicht ist eine Karte drin. Ja, na klar. Ne, eine Karte eher nicht, aber ich kann speichern. Machen wir direkt. Öffnen geht nicht, ne? Ja, wir kommen jetzt langsam zum Finale. Level 3B. Wir haben alles so Kittel an, ne? Der Fahrstuhl wird nicht mit Strom versorgt, dann brauchen wir Strom. Ich kann mal Müll reinwerfen, ne? Möchtest du die Abfallrutsche hinunterrutschen? Nee. Sie ist gerade weit genug geöffnet, damit du dich durchquetschen kannst. Ja, dann mach mal. Fahrstuhl wird nicht mit Strom versorgt. Kann ich nichts am Ventil drehen. Sie scheint auf der anderen Seite eine Art Kette gehalten zu werden. Und gegebenenfalls benötige ich einen Bolzenschneider. Mal schauen. Oder ist es egal? Mit diesem Terminal scheinst du die Stromversorgung der Anlage steuern zu können. Eine Meldung wird eingeblendet. Und gerade genießt. Notstrombetrieb. Hauptstromaggregat mit Taste wiederherstellen, einschalten. Ja, mach mal. Notstrombetrieb aus. No. Überall hingeschossen, nur nicht auf den Typen. Kann ich da wieder dran arbeiten? Der hätte ich auch direkt abhauen können, oder was? Baueranzeige ist an. Hätte ich meine Munition nicht verballern müssen. Ah, der Fahrstuhl ist offen. Der sieht betriebsbereit aus. Oder soll ich ihn gar nicht benutzen? Außer mal auf X gedrückt, dann ging's. Ich erinnere mich hier gerade an den Laserraum mit Ada. Aus Separate Ways, Resident Evil 4. Morpheus.
Problem. Okay, wir machen uns bereit für den Endkampf. Munition habe ich nicht mehr viel von dem, aber ich habe Magnum. Und wir wechseln direkt mal zum Sturmgewehr. Granatwerfer habe ich auch noch. Ein Schreck nachladen geht gar nicht bei Sturmgewehr. Erstmal warten, bis das Ding leer ist und dann kann ich nachladen. Okay, obwohl da kommt. Da kommen Hunter. Dann nehmen wir erstmal das da. Dann ballern wir das weg. Okay, meinen letzten 7 Schuss. Ja, nehmt das alles mit. Ein Gerät zur Stimmerkennung. Wahrscheinlich kann nur die Stimme des Anlagenleiters das Schloss an dieser Tür öffnen. Sie ist verschlossen, also brauchen wir irgendwie die Stimme von Morpheus. Irgendwo ein Tonband oder so dabei. In einer Falte der Karte steckt eine Notiz. Notiz des Architekten. Wir haben die Bauarbeiten auf der Raketenbasis abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass das Hauptquartier weiß, dass die Anlage in Betrieb ist und sich unter Morpheus' Kontrolle befindet. Ich bin zwar nur ein Architekt, aber ich mache mir trotzdem Sorgen darum, wie die Anlage genutzt werden wird. Seit dem Zwischenfall in Raccoon geht Morpheus oft zu weit. Noch einer. Gucken wir mal, was hier noch ist. Aber hier ist doch noch mal Schrotflintmunition. Sehr gut. Schließkarte für die Ladebuch einstecken. Sehr gut. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir die brauchen, aber wir werden sie auf jeden Fall brauchen. Nee, Handfeuerwaffe nicht. Obwohl doch, wir nehmen es mit und wenn wir es dann nicht brauchen, werfen wir es weg. Irgendwo noch Schrotflintenmunition. Ist hier noch irgendwo irgendwas Interessantes? Okay, wir haben die Karte. Lass abhauen. Hab ich es aus Versehen angeklickt. Lass mal wieder zurückgehen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich war. Okay, hier. 1F muss ich irgendwie. Türgriff ist fest mit einer Kette zugesichert. Auf dem Schloss befindet sich ein merkwürdiges Symbol. Kann ich es sehen? Oh, naja, nicht so. Schauen wir uns hier erstmal um, bevor wir abbauen. Fahrstuhl ist völlig hinüber. Okay, klappern wir halt ein Stockwerk nach dem anderen ab. Fangen wir bei 2 an.
Geh einfach mal nach rechts. Da ist ein Bericht oder irgendwas. Anweisungen von Morpheus. Ich bin eingetroffen und habe mit der Umsetzung des Plans begonnen. Bitte sorgen Sie dafür, dass alle Instrumenttafeln richtig funktionieren. Die Anlage ist im Alarmzustand. Die Anlage. Sie müssen daher meine Stimme in das Spracherkennungsgerät am Eingang des Reihenraums eingeben, damit Sie den Forschungsbereich betreten und die Instrumententafeln überprüfen können. Ich habe eine E-Mail mit meiner Stimme geschickt. Sie können sie auf einen Rechner im Wohnbereich öffnen. Wenn Sie mit Ihrer Arbeit fertig sind, muss die E-Mail gelöscht werden. Bitte denken Sie daran, dass diese Hinweise vertraulich sind. Juhu! Wo ist die E-Mail? Kann ich die Leiter hoch? Nee. Jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwo einen PC finden, ne? Aber hier anscheinend nicht. Hier? Nee, das ist ein Badezimmer. Dann haben wir was fürs Erkennungsgerät. In dem PC, ich hab jetzt geklickt, gedrückt, da passiert nichts. Okay. Jetzt gehen wir mal weiter. Ist auch wieder ein blaues Buch, warte mal. Hierbei scheint es sich um irgendeinen Bericht zu handeln. Forschungsbericht Nummer 220-120. Albert. Ein Wesen mit dem Außenskelett einer Königskrabbe und der Überlebenskraft einer Kakerlake. Wir haben herausgefunden, dass es ökologisch betrachtet den Ameisen bzw. Bienen sehr ähnlich ist, die ebenfalls in Gruppen arbeiten. Bäh. Du hast einen Forschungsbericht in deinen Ordner gelegt. Kann ich an den PC? Nein. Warte mal, wo? Hier muss ich noch rein. Tür lässt sich nicht öffnen. War ich hier drin nur wegen dem Bericht? Oder ist hier noch irgendwas? Naja. Komm mal her. Ist hier noch was? Okay, hier ist auch nichts. Ah, hier ist der PC. Es scheint eine neue Mail angekommen zu sein. Hier ist eine Mail von Morpheus. Mehr lesen? Ja, gerne. Because thou hast obeyed my voice. Es scheint eine Voicemail zu sein. Habe ich es jetzt irgendwie eingefangen, oder? Because thou hast obeyed my voice. Kann ich es irgendwie aufnehmen? Wäre jetzt geil, wenn wir einfach ein Handy jetzt hätten zum Aufnehmen. Aber schön, dass es noch eingekreist ist. Ich wollte mir gerade den Raum merken. Ich muss nochmal herkommen, irgendwie mit dem Diktiergerät oder irgendwas. Aber gut, jetzt weiß ich, dass es hier... Hier muss ich auf jeden Fall auch nochmal hin. Ich würde mal sagen, gehen wir zum Fahrstuhl. Und dann gehen wir in 3F.
Obwohl, die machen nichts, warte mal. Lass laufen. Unnötig Munition verballern. Karte hat gepasst, das Schloss ist entriegelt. Ich weiß nicht mehr, welche Karte. Ich glaube, vorhin da in dem Lagerraum da, ne? Hot Landing Place. Ist da noch was? Digitalrekorder. Den steck mir mal ein. Okay. Gucken wir mal, was hier noch so geht. Ist jetzt sonst noch was? Ja gut, wegen dem Wichtigsten waren wir ja schon hier. Wir gehen nochmal auf die andere Seite, gucken wir, ob da noch was Interessantes ist. Ansonsten gehen wir direkt zu 2F, nehmen die Mail auf und dann gehen wir zu 1F, um die Tür zu öffnen mit der aufgenommenen Stimme. Oh, Wowie, was Slalom, Baby? Biathlon. Nee, Biathlon nicht, aber Slalom. Passt aber zu Biathlon. Juhu! Hier ist auch nochmal ein Fahrstuhl. Ah, Safe Room. Speicher mal ab. Ah, es geht auch 7. Ah, schade. Egal. Ah ne, 7 wäre dann das letzte gewesen. Aber ist okay. Gut. So. Warte. Hier ist Fong Ling heruntergekommen. Was steht da? Hier ist Fong Ling heruntergekommen. Wo ist denn nur abgeblieben? Er? Meinst du mit er Morpheus oder meinst du mit er Fong Ling? Boah, voll gerotzt. Voll eklig. Wir haben keine Manieren. Gehen wir zum Computer. Ich habe aber in dem Spiel eine viel bessere Orientierung als in Resident Evil 1. Sei es der Director's Cut, den ich gespielt habe, oder das Remake. Hier habe ich viel bessere Orientierung. Because thou hast obeyed my voice. Möchtest du die Voice-Mail aufnehmen? Ja. Because thou hast obeyed my voice. Du hast Morpheus' Stimme mit dem Digitalrekorder aufgenommen. Jetzt gehen wir wieder zum Fahrstuhl. Bin ein bisschen überrascht, dass hier jetzt keine Horde an Zombies ist, die gespawnt ist, weil ich es irgendwas gemacht habe. Aber ein Hunter natürlich! Noch einer! Oh, das war glücklich! Wenn man vom Teufel spricht, keine Zombies. Nee, dann pack mal lieber Hunters aus. Okay, schnell. Bevor da irgendwelche Dinger kommen. Sie ist verschlossen. Warte. Da muss ich hinklicken. Die aufgenommenen Stimme abspielen. Because thou hast obeyed my voice. Sesam, öffne dich. Schauen wir uns mal hier um. Muss ich irgendwelche Raumanzüge anziehen? Hier liegt ein sehr aufwendig gestalteter Schutzanzug, ja? Weil die mit Biowaffen hantieren. Alt. Krass. Soll ich nicht einen anziehen, irgendwie? Sicherheitshalber? Ich habe jetzt keinen Anzug an.
Kann ich nicht anklicken? Wie so eine Fang, wie so eine Fangtür. Oh Mann. Eklig. Geh mal zum Labor. Das ist verschlossen. Okay, ich kann nichts machen. Oh, eklig ist mit den Bienen hier. Da geht's. Da kann ich hin. Was ist hier los? Plant. Starkes Gitter ist im Weg. Okay. Oh Mann. Vielleicht ist es eine Falle gewesen, weil ich gar nicht dahin sollte. Ich muss die Mutter töten, dann sterben die anderen Tiere nicht mehr auch. Ganz kurz. Die anderen tot? Sterben nicht. Ich hab gedacht, wenn die Mutter tot ist, sterben die alle. Achso, nee, jetzt kann ich jetzt zum. Von hier komme ich zum Labor. Was? Keine Schrotflintenmunition mehr. Das ganze Spiel habe ich damit geballert. So, rechts rum. Normalerweise, wenn die Mutterbiene stirbt, sterben doch die Kinder auch. Was, jetzt bin ich zum ersten Mal im Labor. Kann ich irgendwas machen? Wen höre ich da atmen? Das ist auf jeden Fall eine Blutspur. Ah, da ist ein... Das sind ein paar Viecher. Es sieht aus, als wären die Experimente mit Elektrizität durchgeführt worden. Oh, die sind da drin gefangen. Soll ich sie befreien? Oh, was haben wir hier? Anwenderhandbuch Partikelstrahler. Aha. Hey, Buster. Ein Partikelstrahler speziell entwickelt für den Umgang mit Bio-Unfällen im Zusammenhang mit dem T-Virus. Er baut im Wesentlichen auf einem Teilchenbeschleuniger auf, wie ihn Virenforscher zur Genmanipulation und zum Abbau von Molekülen benutzen. Er strahlt beschleunigte Teilchenpartikel ab, die beim Auftreten Zerstörungen auf molekularer Ebene anrichten. Diese Waffe kann elektrisch geladene Barrieren durchdringen und das Zielobjekt beschädigen. Bisher liegen dazu jedoch nur Erkenntnisse aus Tierversuchen vor. Wir sind aber ziemlich zuversichtlich, dass sich mit TG geladene Wesen mit dieser Waffe verletzen lassen. Die Waffe benötigt eine Menge Energie und ist daher nur bedingt einsetzbar. Sie sollte vor dem Gebrauch deshalb gründlich aufgeladen werden. Da drin was Besonderes? Was sonst würde ich hier einfach da drin lassen? Aber irgendwas ist da bestimmt, ne? Ich kann gar nicht gehen. Ich kann gar nicht reingehen.
Schloss entriegelt. Ich habe eben kurz gedacht, dass das Spiel sich aufgehangen hat. Gehen wir zum Analyze Room. Hier. Ah, ist verschlossen. Eigentlich habe ich hier dann schon alles, ne? Ist aber irgendwie wie so eine Biene, wie so eine Falle mit der Biene, ne? Weil ich da unnötig reingegangen bin. Jetzt sind wir wieder am Anfang angelangt. Also, irgendwas habe ich doch verpasst. Irgendwas muss ich verpasst haben. Schauen wir noch mal im Labor nach, was da ist. Irgendwie bräuchte ich eine Karte oder sowas. Kann ich reinschießen? Nee. Nee, passiert nichts. Ah, hier ist was. Es ist doch dieser Partikelstrahler. Okay, ich glaube, jetzt geht's weiter. Jetzt kommen sie. Komm, lass durchgehen. Hier ist doch bestimmt irgendwas in dem Raum, oder? Eine Leiche. Es scheint etwas zu halten. Schlüssel zum Hinterhof einstecken, ja. Geh mal weg da. Hinterhof. Gucken wir mal, ob wir zum Analyze Room kommen. Nee. Im Labor war ich, da habe ich den Schlüssel bekommen. Vielleicht da, wo es rot ist. Gehen wir mal hoch. Du hast die Schlüssel für den Hinterhof benutzt. Sehr gut, okay. Kommen wir, wir kommen ganz gut voran. Power Supply Room. Das ganze Stromraum hier. Bauanzeige ist an. Hier war doch Ding. Wie heißt die? Wie heißt die nochmal? Fongling?
Ich glaube Fong Ling, ja. Doch, doch, Fong Ling. Ich entscheide mich für Fong Ling. Ja, gehen wir zur Fahrstuhl, also dort, wo dann auch die gute Dame Fong Ling dann gelandet ist. Fong Ling, ich komme! Ah, keine Karte mehr aufrufbar. Morpheus hat sie. Ah, da ist was. Ich kann es nicht anklicken. Gehen wir auf die andere Seite. Dann geht's bestimmt. Auf dem Stuhl liegt ein Tagebuch. Über mein Königreich. Das Symbol der Macht liegt in Afrika. Das Symbol des Wissens liegt hier in der Biosphäre. Das Symbol des Schönen gehört mir. Das Schöne kontrolliert alles. Und ich werde es beherrschen. Die Errichtung eines Königreichs unter der absoluten Autorität des Schönen ist der Traum, den ich Wirklichkeit werden lassen muss. Ich wurde durch Umbrellas Verrat enttäuscht, aber okay. Jetzt schlage ich sie mit ihren eigenen Waffen. Wenn ich genügend Mittel zusammenbringe, kann ich den Aufbau meines Königreichs in Afrika realisieren. Morpheus steht überall. Du hast Morpheus Tagebuch in deinen Ordner gelegt. Hier sind Schleifspuren auf dem Boden, als ob hier etwas entlanggezogen wäre. Und was? Stuhl bewegen? Ja. Geheimtür. Oder was soll man denn da? Ein Schalter, der unter dem Stuhl hervorragt. Schalter betätigen? Oh ja.